Ahoi ihr Moosentiere da draußen und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal Informationen zu dem Twitch-Channel, dem YouTube-Channel sowie auch unserem kleinen Community-Discord-Server. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen dieses Videos und wir starten mit einem brandneuen Opening. Da sind wir jetzt in einem kleinen Video nach langer Zeit, auch mal heute persönlich ein bisschen. Ich hoffe, das Intro hat euch schon mal gefallen, denn das ist unser neues Channel-Opening. Diejenigen, die von euch natürlich meine Twitch-Streams gucken, die kennt natürlich schon. Und genau, unter anderem um das Thema geht es auch heute. Erstmal, ihr habt gesehen, optisch haben wir ein paar Veränderungen drin. Wir haben oben unser Kanal-Logo geändert. Das ist auch nochmal gerade hier unten zu sehen, den kleinen hier, so. Dann haben wir unser Kanal-Banner geändert. Unser Name bleibt nach wie vor gleich, halt eben auch wenn hier oben drin steht, jetzt drin steht Productions im Ring. Was gibt's noch zu erzählen? Also abseits der Designveränderungen. Wir sind, für die es ja schon wissen, wir sind ja auf Twitch aktiv. Viele von euch aber wissen das gar nicht. Und zwar, wir werden, normal ist es bei mir im Durchschnitt zweimal wöchentlich auf Twitch einen Stream. Das Ganze geht meistens minimal 4 Stunden. Unser Rekord bis jetzt war schon ein 12-Stunden-Stream. Und in Bälde wird auch bei Twitch der Schritt gemacht werden, dass ich halt den Sub-Button, also fürs Abonnieren habe quasi, wo ihr mich quasi unterstützen könnt mit. Und naja, was bin ich euch im Prinzip da? Es ist für uns verschieden gewesen. Wir hatten eine Zeit lang samstags einen Game-Show-Stream gemacht. Das heißt, die Folgen, die zum Beispiel von der letzten Werbe Millionär Staffel gewesen sind, Staffel 4 im Winter, die haben wir, wie ihr teilweise gesehen habt, mit Chat-Einblendungen hier auf der Seite gehabt. Und das waren Live-Aufnahmen aus Twitch gewesen. Die habe ich im Nachhinein nur noch, glaube ich, leicht geschnitten oder noch nachvertont. Ansonsten ist es gleich geblieben. Dann mache ich meistens Creative auf Twitch. Das heißt im Prinzip, Creative darunter fällt zum Beispiel sowas wie entweder das Zeichnen, bei mir eher weniger. Bei mir ist es eher allgemein Designen, Spiel entwickeln mit der Unity Engine. Wir sitzen meistens am Millionaire Simulator, meinem jetzigen Projekt. Dann mache ich ab und zu noch mal 3D-Modellierung. Was haben wir noch? Wir machen Animation ein bisschen, wir machen so ein bisschen von allem. So alles, was rund um Spielentwicklung geht. Teilweise auch Softwareentwicklung, wie den neuen Fragen-Editor, der jetzt bald rauskommen wird. Und der andere Streamart, also die andere Kategorie, die ich machen werde, ist Gaming. Momentan ist es so gedacht, dass wir 2 Streams die Woche machen werden, weil ich habe ja im Titel drin schon bei mir GGG, Games, Gaming, Game Shows und Game Development, die 3 Gs. Und wir werden wahrscheinlich jetzt bei 2 Streams die Woche, werden wir es wahrscheinlich so aufteilen, dass wir in einem Stream sagen, wir machen den komplett Creative, das heißt, hier könnt ihr bis zu 8, 9, 10 Stunden, wer weiß wie lange, Open End meistens, beim Game Developer zusehen und was lernen, auch nachfragen, mit am Chat teilhaben. Das andere ist Gaming, wo ich entweder meistens jetzt zum Beispiel jetzt Game Shows machen werde, wie Weltmillionär oder auch mal, was keiner auf YouTube eigentlich von euch weiß, außer diejenigen, die bei Twitch schon lange zuschauen, nämlich Deal or No Deal. Machen wir auch manchmal bei Twitch. Und ansonsten verschiedene Spiele, sei es jetzt was eher MMO angeht, WoW, sei es ein bisschen Retro oder klassische Spiele wie Stronghold oder sonst was. Wir werden eine Variation bei Twitch in jedem Fall haben. Dann das zu Twitch. Ich würde euch mal nur eins verraten. Diejenigen von euch, die noch davon keine Ahnung haben oder noch nicht bei mir drauf waren, der Link für Twitch ist dieser hier. Der ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, ihr könnt gerne da drauf gehen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Die Streams werde ich nicht auf YouTube hochladen. Dafür sind die aber, dadurch, dass ich Amazon und Twitch Prime habe sozusagen, sind die bei Twitch für euch 60 Tage on demand verfügbar. Das heißt, wenn ich gestreamt habe, ihr wart nicht dabei, ihr habt 60 Tage Zeit, den Stream zu schauen oder nachzugucken. Ihr müsst natürlich nicht alles gucken, es muss natürlich an ihr liegen, wie ihr es machen wollt. Nur, dass es mal gesagt ist, 60 Tage sind die Streams verfügbar. Ich ziehe sie mir teilweise auch runter. Und die Idee des Streams hochladens war eigentlich erst ab dem 100. Stream, weil so, ich habe gedacht, die ersten 100 Streams, die ich so mache, werden mal so Aufwärmphase sein, so ein bisschen nach und nach hier und da mal die Designs einrichten, ein bisschen professioneller alles werden lassen, mir Tipps holen von Leuten, was das Feedback angeht und halt entsprechend auch Content erstmal so produzieren.
Jetzt mal zu YouTube. Das zweite Thema, was ich anschneiden wollte heute. YouTube, ihr wisst ja, momentan ist der Channel eher relativ inaktiv. Wir haben momentan ganz selten mal kleine Showcase-Videos im Sinne von meinem Projekt. Wissen Sie, vor einer Woche kam das 360-Grad-Video von dem US-Studio, mein neuen, was ich gebaut habe, bis ich neu designt habe. Und genau das ist halt so eine Sache, was ich halt überlege, anders zu machen. Ich will den Channel hier nicht inaktiv werden lassen, deswegen versuche ich zumindest mal Folgendes. Ich werde euch pro Woche ein Video in jedem Fall liefern. Welchen Tag, wie und genau, müssen wir schauen, wie es einpendelt. Das kommt drauf an, wie ich am meisten Zeit habe. Weil gerade sind für mich Semesterferien und genau das betrifft auch die Streamzeiten. Entsprechend, ich werde zweimal die Woche streamen bei Twitch. Wie, an welchen Tagen, ich werde es wahrscheinlich eine Woche vorher ankündigen oder zwei immer. Und genauso auch die YouTube-Videos. Was ich machen werde in den Videos? Gute Frage, naja. Ich habe überlegt gehabt, Let's Plays gehen bei einmal die Woche schlecht. Deswegen würde ich zwischendurch höchstens so Art, sei es mal Gameplay-Videos machen, halt keine Let's Plays, sondern einfach mal, dass man zum Beispiel jetzt sagt, ja, heute machen wir mal eine Runde, keine Ahnung, Stronghold Crusader Multiplayer, dauert 90 Minuten, ein Spiel, kann man es anschauen oder auch nicht, wie man es halt eben möchte. Und ansonsten für so kleine Let's Shows oder Reviews würde ich sagen, von Spielen so maximal eine Dreiviertelstunde Folge zum Zeigen, höchstens. Ansonsten habe ich überlegt, Verschiedenes zu machen, nach wie vor, ihr habt gesehen, von WWM gibt es von mir Showcase-Videos. Dann vielleicht mal kleine Let's Shows, ich habe so kleine Fortschritte im Spiel machen, könnte man theoretisch machen. Eventuell Vlogs, weil ich habe jetzt noch Material von der Gamescom übrig, was ich auch hochladen möchte, in dem Fall noch entweder diese oder nächste Woche. Dann Let's Plays, wie gesagt, fallen weg unter den Tisch. Gameplay-Videos halt eben in der Länge von 30 bis 45 Minuten folgen. Weil die Sache ist halt eben auch Folgendes. Ich bin bei Twitch momentan viel lieber und viel aktiver. Einfach nur aus dem Grund, selbst wenn mir nur 5 Leute zuschauen, als Beispiel 5 Leute, man kann mit denen interagieren, also das klingt jetzt irgendwie doof, aber man kann sich unterhalten, man kann sich austauschen, man kann quatschen, simpel. Das ist bei YouTube immer sowas, was mich irgendwie gestört hat. Weil ich sag zum Beispiel jetzt in der Folge, sagt mir doch mal in den Kommentaren XY. Da kriegt man als kleiner YouTuber keine Resonanz von wirklich. Deswegen bin ich momentan auch lieber bei Twitch aktiv, einfach nur aus dem Grund, weil es generell mit Zuschauern mehr Spaß macht. Und man ist halt auch quasi näher am Zuschauer, also ich bin quasi näher an dir, ne? Kannst du mich hier riechen, siehst du? Gib mir die Hand. Nein, Spaß. Genau. Ihr könnt ja mal als Beispiel in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen würdet für Videos. Also ich bin für Gameplay-Videos, vielleicht für das Antesten, Anspielen mal, wie gesagt, halbe bis dreiviertel Stunde Folgen, zwischendurch kleine Let's Shows, um es mal vom Projekt was zu zeigen, verschiedenes mal anzutesten, einfach mal, um irgendwie ein bisschen Content zu machen. Wenn allerdings Folgendes anstehen würde, als Beispiel, wir machen eine neue WWM-Staffel, dann kommen natürlich diese 30 Folgen, oder wie viel es auch immer sind, ob es 50, 30 oder 60 sind, weiß der Geier was, die werden in diesem bestimmten Rhythmus jedes Mal hochgeladen werden. Wenn ich jetzt sagen würde, nächste Staffel, keine Ahnung, wann die kommen sollte, hat 60 Folgen und 3 Stück die Woche, dann würde ich jede Woche Montag, Dienstag, Mittwoch eine Folge hochladen. In dem Fall, stell euch darauf ein, wenn jetzt so lange kein WWM oder sonst irgendwas kommt, wir werden ein Video die Woche haben, in jedem Fall irgendwie. Ist ja schon aufgenommen. Ja, das mal zu YouTube. Jetzt zum letzten. Und zwar seht ihr auf der Seite hier, da wo mein Finger gerade ist, da so, hier ist noch ein Link eingeblendet. Das ist der von unserem Community Discord Server. Da könnt ihr auch gerne drauf kommen, wenn ihr wollt. Hauptsprache ist Deutsch, wir haben auch einen Chat für Englisch. Und allgemein könnt ihr euch da informieren, wenn ich mal gerade jetzt im Urlaub bin oder ich habe gerade keine Zeit, was hochzuladen, Streams verzögern sich mal. Ich werde in aller Regel auf Discord Bescheid geben, weil eigentlich ist das die Plattform, die die meisten haben und wo auch die meisten vertrauen. Ich meine, es ist wie Teamspeak und Skype in einem, nur hat halt ein paar nette optische Verschönerungen als die beiden Sachen zusammen. Und eigentlich ist es nur dafür da, man kann sich mal austauschen, man kann mal gechillt quatschen, man muss nicht unbedingt in die Kommentare und ein Video auf eine Antwort von mir warten. Man kann einfach mal direkt da nachfragen und einfach ein bisschen, ja, chillen, grillen, Kasten killen, würde ich mal sagen. So.
Ja, wie gesagt, damit sind für mich alle Infos raus, die ich droppen wollte in diesem Video. Kommt auf Discord vorbei, kommt mal auf Twitch vorbei, sehr gerne gesehen. Und ansonsten würde ich sagen, das war's für das Video. Es kommt also jetzt jede Woche mindestens ein Video für euch. Und freut euch drauf oder auch nicht. Wie ihr Content. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, kommt gut nach Hause, wo ihr gerade seid. Und genießt die Zeit, haut rein und schönes Wochenende. Ciao!